Ui, ui, ui. Willkommen zurück in Mass Effect Andromeda. Wir machen am Vetras Mission. Das ist der Plan. So geht's weiter. So schaut's aus. Wieder eine Midnight Session. Yay. Insomnia, wie geil. Yay. Ja, am Tag kann ich bei mir gerade sowieso nicht spielen. Zu viel Bauarbeiten rundherum. Ist okay. Komisch, ich kann im Winter keine Musik aufnehmen, weil mein Heizkörper so laut ist. Also kein Singen, kein Rappen. Und im Sommer kann ich keine Musik aufnehmen, der Heizkörper ist leiser, weil die ganze Zeit rundherum Leute bauen und Rasen mähen und Kettensägen. Ah, ja. Irgendwas hält einen halt immer zurück. Okay. Nichts Interessantes hier. Ach, Renatrus. Warte, wir müssen auf die Atre. No, wir müssen nicht auf die Atre. Das ist doch nicht die Asari-Arche. Right? Das ist ein Asteroid. Gibt es echt eine Basis auf diesen Asteroiden? Okay, die Valkyrie war, glaube ich, für einen Afterburner. Da habe ich Snipers. Ich habe. Ah, wann habe ich die denn hergestellt? Eine Venom habe ich. Ich nehme die Ishi mit. Okay. Schlussgehäuse. Und dann auch die Venom. Warum nicht? Obwohl, ich glaube, die war nicht das Feinste. Nein. Das habe ich gedrückt. Ist mein Spiel gefrozen? Ah, mein Spiel ist gefroren. Guter Start, guter Start. Ja, wir sehen uns in einer Sekunde. Okay, schöner Start. Ja, ich habe die Shotgun drinnen gelassen. Komischerweise musste ich nicht Vetra auswählen. Wow, sehen Sie sich das an. Die Geisel hat hier ganz schön gewütet, was? Und das sollte die Heimat der Turianer werden. Jetzt haben die Exilanten hier das Sagen. Die kosmische Strahlung ist enorm hoch, Ryder. Sie müssen im Nomad bleiben. Was nutzen diese schicken Anzüge, wenn sie die Strahlung nicht abhalten? Unter normalen Umständen tun sie das durchaus, aber das Magnetfeld dieses Planeten wurde gestört, als er zerbrochen ist. Es gibt keinen Schutz vor kosmischer Strahlung, die einen auf molekularer Ebene zerfetzt. Dann bleiben wir wohl besser im Nomad. Landungstriebwerk gezündet. Viel Glück, Ryder. Das sieht cool aus. Oh, wieder in die Montage was reinhauen. Das sollte ich auch mal bearbeiten. Ach, so wie. Wir sollten wir nicht zuerst mal an dem Stein lecken. Um zu schauen, ob die Strahlung wirklich so schlimm ist. Strahlung an der Oberfläche wird sie töten, Pathfinder. Es ist nicht ratsam, den Nomad zu verlassen. Ja. Ist cool. Boah, schaut das gut aus. Oh. Gott. Wissen Sie, was mich überrascht? Dass ich fast nicht wütend bin. Manchmal habe ich das Gefühl, ich sollte wütender sein. Wozu sollte das gut sein? Wut verbessert nichts. Und irgendwann müssen Sie sich zusammenreißen und in Ordnung bringen, was in Ordnung gebracht werden muss. Also ich kann das so sein. Darum haben Sie auch die Nexus verlassen. Aber es ist schwieriger, etwas in Ordnung zu bringen, das man nicht ändern kann. Verdammt, schaut das gut aus. Verdammt, schaut es gut aus, dass die Turianische Arche anscheinend. Boah, ich glaube, ich werde einfach auf dem Planeten darum geistern. Die Gravitation ist niedriger als sonst, Pathfinder. Gil sagt, Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Sie versehentlich Fluchtgeschwindigkeit erreichen. Solange ich drin sitze, niemals. Haha, guter Mann. Ui.
Ja, das heißt, ich kann nicht viel jumpen. Oh. Ich will einfach nur den ganzen Tag herumfahren auf diesem Planeten. Oh, ist das cool. Oh, ist das cool. Verdammt, ist das cool. Oh, dass sie so viele geile Teile des Spiels haben und die schicken uns erst ganz zum Schluss dorthin. Das. Sam, was ist das? Eine Bergbaukuppel, Pathfinder. Sobald sie im Inneren sind, müssten sie den Nomad verlassen können. Und was ist mit dieser irrsinnig hohen Weltraumstrahlung? Die Struktur der Kuppel verhindert das Eindringen kosmischer Strahlung. Das Anfangspacing war ganz schlecht. Kampfbereit machen! Schieß mich hoch, Delio! Nein. Haben Sie nie nach Ihrem Vater gesucht? Ich hab's versucht. Ich habe umgefragt. Laut und deutlich. Dumm, was? Sie waren ein Kind. Eine sichere Methode, damit jemand verschwindet, besteht darin, ihn wissen zu lassen, dass ihn jemand anderes sucht. Entweder Dad oder wer auch immer ihn hat verschwinden lassen. Hassen Sie ihn dafür? Nein. Ich sage mir, dass er zurückgekommen wäre, wenn er gekonnt hätte. Ich werde die Wahrheit nie erfahren, also nehme ich die Lüge, die alles erträglicher macht. Hm. Backing up. Badass Rider hier. Okay, vielleicht doch nicht so badass. Exilanten, Achtung! Wo ist meine andere Waffe? Ich wechsle es Waffen. Okay. Waffe finden. Ah. Ich kann Quickscopen, aber ich muss auch treffen. Kirlo hatte recht. Wir sind überall. Was wollen Sie an diesem Ort? Pathfinder, ich orte in der Nähe ein Datenpad. Es könnte uns Antworten liefern. Die Aussicht genießen. Die Aussicht genießen, Ryder. Oh, wenn das Weltraum wirklich so geil ausschauen würde. Was ich irgendwie bezweifeln werde. Da haben wir Lager. Das ist, glaube ich, nicht, was ich brauche. Eines der wenigen Sachen, von denen ich zu viel habe. Ist das der Ausgang? Luftschleuse. Komponente bei der Herstellung von Shuttle-Treibstoff, Pathfinder. Es kann außerdem zu hochwirksamen Sprengstoffen verarbeitet werden. Das hat uns gerade noch gefehlt. Exilanten mit Sprengstoff. Wir müssen in diese Basis. Der beigefügte Zugangscode ist nur ein Fragment. Die Daten hier deuten jedoch auf weitere Bergbaukuppeln hin. Ich habe Ihrer Karte die Standorte hinzugefügt. Die Musik kickt gerade richtig gut rein. Ah, ich kann die Ishii loswerden. Da nehmen wir mal die Venom mit. Vielleicht glitscht diesmal nicht das Spiel oder hängt sich auf. Wäre cool, wäre cool. Ishii. Eagle ist eine gute Kombi. Ich dachte schon was Neues? Nein. Ach, das. Da kann ich noch was wegen. Das passt nicht zum Mond. Was passt zum Mond? Nichts Käsiges. Nehmen wir Gold halt. Die Musik ist richtig geil gerade. Warum es die nicht auf der Nexus gibt oder auf der Tempest. So richtig space for chillig.
Okay. Ich habe 6 neue. In diesem Datenpad, das wir gefunden haben, wurde jemand namens Crax erwähnt. Oh, das ist echt gar nicht zu klein hier. Hat irgendjemand eine Ahnung, wer das ist? Nein, anscheinend nicht. Der Name sagt mir nichts. Aber wenn er hier draußen ist, könnte er gefährlich sein. Ja, diese Cameo passt viel besser. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Danke, Sir. Okay, machen wir hier die Runde. Code, verlassene Mine. Passt. Nach einer guten Runde aus. Nein, danke. Boah, ist das cool. Sie haben echt Eier. Ja, Eier aus Stahl. Das ist cool hier, das gefällt mir richtig. Ah, oh, warum hat das Spiel nicht so starten können? Eine Expedition auf dem Mond oder aus dem Asteroidenfeld. Wo ist mein Lied? Einstellungen wieder lauter. Ich werde es später wieder bereuen, aber. Ja. Dann kann ich mir nur die Fresse halten, wenn das Lied wieder reinkickt. Wir können vor, zur Zeit ist ja alles leiser mit den neuen Einstellungen von OBS. Sie können in die Luftschleuse fahren, Pathfinder. Danke, Sam. Ob es immer nützliche Ressourcen gibt. Ach, was ist das da? Das ist die Venom. Okay. Naja. Das kann man verkaufen, glaube ich. Hopp. Das ist das Wetter. Ja, damit. Wo ist das da? Ja, oh, da haben sie echt andere Sachen auch noch. Das ist cool. Und schon Wetter, wo ist er? Triff ihn. Ich habe ein Datenpad geordnet, Pathfinder. Guter Spielhund. Jetzt müssen wir die wichtigen Ressourcen sammeln. Bin ich von oben gekommen? Ja. Wieder rein. Schauen, ob ich das Lied irgendwo finde, dass ich mir das runterladen kann, dann kann ich sowas benutzen für die leisen Stellen zwischendurch, wenn ich dran denke halt. Die Truhe enthält persönliche Gegenstände. Sie ist auf die Passero registriert. Die Passero? Dann stammt sie von der Salarianischen Arche. Sie sind also hier? Wie es aussieht, sucht ein Bergungsteam nach diesen Truhen. Und das bedeutet, es gibt noch mehr von ihnen. Die Salarianer sind irgendwo da draußen. Vielleicht ist das doch die Salarianische Arche hier draußen, was ich nicht glaube. Jetzt bin ich abgekackt. Mit meiner Stimme. Dieser Crax scheint die Helium-3-Förderung zu leiten. Er ist derjenige, den wir aufhalten müssen.
Der Zugangscode ist noch immer unvollständig, Pathfinder. Ich brauche noch ein... Was? Was habe ich bekommen? Revenant. Hatten wir die nicht schon? Das ist gleich fett gewesen. Oh. Schau da mal her. Ist das ein Upgrade? Wenn ich römische Zahlen lesen könnte, würde ich es wissen. Doppel Eagle, Baby. Eine Viper brauche ich gar nicht ausprobieren. Nehmen wir die Remnant im Moment mit. So chill. Chill. Fresse. Wenn der Kogano nicht stöhnen würde. Sam, ich brauche Informationen über die Exilantenbasis. Was hast du für mich? Die Basis besteht aus zwei Bergbaukuppeln. Die zweite kann nur mit einem Zugangscode betreten werden. Ich empfange außerdem mehrere Signale, die aus diesem Gebiet kommen. Die Exilanten kommunizieren mit Kedera. Ja. Ich beneide sie um ihre Stirnplatten. Was sie nicht sagen. Hey, wir Kroganer lieben Kopfstöße. Und mit so einem Panzer kann man andere verdammt schnell ausschalten. Ah. Rein hier. Oh. Habt ihr gerade den helle Dunkelwechsel gesehen? Wie heißt der Mond? Sonst muss ich mich da reinstellen und eine Stunde einfach nur Musik hier drin aufnehmen. Und hoffe, dass keiner stöhnt. Lebt ihr gut? Tschüss. Ha, ich hab den in den Pfosten geschossen. Ah, schau. Big Daddy. Big Daddy, yo. In der Nähe befindet sich ein weiteres Datenpin, Pathfinder. Wenn ich die Brandmunition hab. Musik sagt nein.
Okay, jetzt sagt Musik, das war's. Ach so kriegt man Forschungsdaten, das kriege ich erst jetzt mit natürlich. Ich gehe aber nachlooten. Erstmal da rein lunzen. Lunzen. Irgendwas halt. Ah, cooler Mond. Schönen Gruß aus Gandara. Also, Scheiße. Wie sie Kaiser anstarren. Herr Schluch. Sam, hast du das Fragment? Ja, der Zugangscode ist vollständig, Pathfinder. Ich markiere die Exilantenbasis in ihrem System. Sehr gut. Machen wir dem, was auch immer Cracks vorhat, ein Ende. Das klingt überhaupt nicht nach einem Kroganer. Was sagst du, Drax? Naja. Ah, Ausstattung. Kann ich dabei behalten. Remnant ist ja nicht so schlecht. Oben Loot. Hupf, Junge, hupf. Uran! Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Das könnte wertvoll sein. Irgendwelche Sachen fehlen mir noch. Scatter Shot ist eine Shotgun, die ich mir zusammenstellen wollte. Mir fehlt dazu V, aber ich habe keine Ahnung, was V ist. Ich glaube nicht, dass Uran V sein wird. Ich kenne mich mit den Sachen nicht aus. Das ist nicht das Wichtigste, dass ich mir diese Abkürzungen merke. Was für ein Element was ist. Ja. Geografisches Wissen und psychisches und Chemiewissen ist sowieso null bei mir. Gerade so in der Schule überlebt, diese Gegenstände. Brauchte definitiv Chemie-Nachhilfe. Und das Wissen werde ich wahrscheinlich auch nie mehr brauchen. Echt verrückt, dass dieser ganze Staub voller kostbarer Ressourcen ist. Das ist eine Auswirkung der Solarstrahlung. Sie ist außerdem mit dafür verantwortlich, dass dieser Planet derart gefährlich ist. Das ist ein Asteroid einfach, oder? Kein Planet. Okay. Dann... Drake, warum mögen Sie mich? Wir Turianer haben die Kroganer nicht gerade gut behandelt. Sie sind nicht wie die meisten Turianer, Vetra. Sie wissen, wie sich Schmerzen anfühlen. Ich habe nicht halb so viele Kugeln eingesteckt wie Sie. Und ich habe noch alle meine Gliedmaßen. Warten Sie es ab. Leider, Sie haben echt Eier. Das gefällt dir, gell? Ach, wenn ich da über Klippen springe. Bis wir in einer Klippe verrecken. Wie in dieser hier. Stop, stop, nein, nichts leiden. Ah, verdammt, jetzt kann ich nochmal Hand aufnehmen. Bereit, bereit, Drax. Bereit. Das wird ein fetter Klippensprung. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, das schaffen wir doch, oder? Wow. Nein, schaffen wir nicht. Oh. Drin gibt es sogar eine Brücke. Wenn überbewertet, habe ich gehört, Brücken. Okay, nächster Sprung. Habt ihr auch Eier wie Drax? Vier Stück? Ach, das ist genau die Spalte. Oh, yeah. So, der Planet ist einfach nur geil. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten.
Echt, das Spiel wird immer besser. Ich wollte... In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie im NAV-System hinzugefügt. Ignorieren. Okay, mach ich zuerst Vetras Mission. Nein, machen wir zuerst die Mission fertig. Dann haben wir eine Reihenfolge. Kann ich jetzt rüber teleportieren oder fahren? Wenn das Fahren schon so viel Spaß macht. Die Milchstraße vermissen Sie am meisten, Vetra. Das wissen, wie alles funktioniert. Zu Hause kannte ich die Politik, die Leute, die Orte. Hier ist alles. Das ist links von mir. Das ist neu. Man kann das System nicht nutzen, wenn man es nicht kennt. Ich weiß nicht. Wenn ich mir ansehe, wie die Nexus uns Kogana behandelt hat, dann sieht es so aus, als hätten wir das System mitgebracht. Santiago! Was gibt's hier Schönes? Ist da ein Piratenmast drin? Nein. Schauen wir mal rein, was hier gibt. Oh, perfekt gedriftet. Ist da jemand? Oh, ist das ein Gewölbe? Nein. Sehr krass. Ist tatsächlich ein Gewölbe. Echt jetzt? Was hätte ich mir gar nicht gedacht. Vetra und Rex in der Chill-Kombi. Sind einfach auf der gleichen Spur. Die geben Chill-Vibes ab. Das ist echt ein Gewölbe. Eine Beobachtermaschine. Wir könnten sie auf unserer Seite gebrauchen. Oh ja. Keine Puzzles. Habe ich keine Geduld. Soll ich das einfach offen? Natürlich nicht. Ah, Puzzles. Es ist schön, wenn sie mal nicht versuchen, uns umzubringen. Oh. Seine Protokolle sind zwar eingeschränkt, aber sie können ihn mit Hilfe ihres Scanners anweisen, einfache Aufgaben auszuführen. Hm. Was für ein Dreck. So was hasse ich wieder. Schon. Öffne. Nein. Ach, du dreckige. Wieder weg oder was? Oh. Anscheinend ist es nicht mehr auf unserer Seite.
das nicht lustig. Das ist wieder so ein Dreck da. Sam, Hilfe! Bist du für mehr Typ? Echt jetzt? Was wollt ihr von mir? Ich geh gleich raus hier, wenn das so weitergeht. Keine Ahnung. Ach du Sch... Was zum Teufel war das für ein Drecksbastel? Meine Rüstung hat gut geleuchtet. Yay. Oh, besser wieder Aussicht und Musik genießen. Das zipft mich nicht so an wie diese Puzzles. Oh, auch eine Sache, die sie in diesem Spiel wirklich vermasselt haben. Die Puzzles. Die schrecklichen Puzzles. Sollten Sie je eine Schulter zum Anlehnen brauchen, kann ich... Naja, gerne mal rumfragen. Ach kommen Sie. Ich wette, Sie haben irgendwo eine Kiste mit Ersatzteilen. Sie haben mich durchschaut. Okay, schaffe ich diesmal über den Krater drüber. Oh, Scheiße! Ah, ich dachte, dir gefällt das. Und die Musik ist weg. Okay. Jetzt habe ich genug von den Planeten. Da. Die Relikte haben es versaut. Die Relikte haben es versaut. Keiner mag so Doku-Puzzle in diesem Spiel, oder? Ich werde jetzt nur hin und her. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Danke, Sam. Solange es dir gefällt. Anscheinend mögen sie die kleinen Krater, nur die großen nicht. Ich müsste andere Leute damit darunter nehmen auf diesem Planeten. Schauen wir den, der gefällt. Oh ja. Yeah. Die Basis sein, die die Exilanten erwähnt hatten. Steigen wir rein. Jetzt setzt Fuß. Ja. Dein fetter Mac. Wie kleines Ding. Oh boy. Ah.
Wo? Da. Oh, schlechte Landung. Muss ein Albtraum sein, so rumgekickt zu werden. Moni. Oh. Unterstützung. Wow, ist eine Kanone. Sie können den Zugangscode an der Tür der zweiten Kuppel verwenden, Pathfinder. Gut. Ich muss schauen, ob ich denke, wie viele Sterne übersehen habe. Urane. Das hätten wir. Oh, das sind viele. Oh, Titan. Sieht es das? Ich bin nur zum Titan sammeln hier, Leute. Ah, der war irgendwo hin. Verdammt. Ah, da ist Krax. Der letzte. Da versteckt er sich. Da draußen. Da fliegt. Ah, da ist noch mehr. Ich will den Fliegen sehen. Ah, Mist. Die fliegen nicht. Hey! Und seine Leute wären erledigt. Oh. Aber was hatten sie vor? Ich orte in der Nähe ein Audiolog Pathfinder. Es könnte die entsprechenden Informationen enthalten. Sie stellen Sauerstoff her, also wollten sie ja einfach nur atmen. Hey, Kleiner. Das ist wie Drax, dieser Kex. Okay, Ausstattung. Kommen Sie mir nicht mit Ausreden, Krax. Der Staub an der Oberfläche ist nicht genug. Um diese Kolonie der Initiative auszulöschen, brauchen wir verdammt viel mehr Helium-3. Ich weiß, diese Reliktfräse im Gewächshaus wird funktionieren. Also setzen Sie sie in Gang. Elora, Ende. Sie wollten die Kolonien angreifen. Aber Sie konnten offenbar irgendeine Reliktfräse nicht aktivieren. Sam? Durch eine aktive Reliktfräse würde mehr Erdrechte-Strahlung ausgesetzt, was die Helium-3-Produktion exponentiell erhöhen würde. Wenn meine Berechnungen korrekt sind, könnte dieser Planet die Schiffe der Nexus etwa 368 Jahre lang mit Treibstoff versorgen. Unsere Treibstoffvorräte aus der Milchstraße werden irgendwann aufgebraucht sein. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Wir müssen diese Fräse in Gang setzen. Ich habe das Reliktgewächshaus auf Ihrem Display markiert. Ich war schon dort. Wenn Elora genügend Helium-3 gefördert hätte, um die Kolonien zu bombardieren... Ich rate von hypothetischen Überlegungen ab, Pathfinder. Ich habe den Nexus über die Situation in Kenntnis gesetzt. Dieser Planet wird von Patrouillen überwacht werden, um sicherzustellen, dass das Helium-3 unter ihrer Kontrolle bleibt. Trotzdem, wenn ich dieser Elora je begegne, werde ich mal ein ernstes Wörtchen mit ihr reden. Ich habe sehr Angst vor dir. Große Angst. Ja, Titan, sehr geil.
Okay. Ich gehe Wasser holen, mache hier einen kurzen Cut und Titan sammeln. Und jetzt darf ich erst ins Gewölbe. Verdammt. War ja klar. Okay. Jetzt ist es natürlich beim ersten Mal gegangen. Da haben wir überall Bastarde. Relikte, wir können die Köpfe einziehen oder uns ihnen stellen. Wir fliegen. Bleiben Sie wachsam, da kommen noch mehr. Ach ja. Was gibt's hier drüben? Ich werde, glaube ich, nicht so viel looten gehen hier drinnen. Ach, vielleicht ein bisschen. Nein, kann ich nicht aktivieren. Okay, nein, machen wir den schnellen Weg. Das wird, was Mission sich noch ausgeht. Ist das tödlich? Ja. Oh. Es gibt keinen schnellen Weg. Lade Munition nach! Noch eine Beobachterkonsole. Kann ich sie selber öffnen? Danke. Mist. Oh. Das wird ewig dauern. Das ist jetzt schon. Ich hasse diese Gewölbe-Puzzles. Hier muss ein Trick dabei sein. Versuchen wir es. Irgendetwas übersehen wir. Eins, zwei, okay, verstehe. Was für ein Puzzle. Gott sei Dank haben sie das eingeführt. Und jetzt hier drei, vier auch noch, oder was? Überreste. Das ist ein gutes Relikt. Nein, die nicht. Forschungspunkte. So, gibt es hier hinten jetzt noch ein paar. Also das war eine extra Kiste wahrscheinlich. Mach auf. Muss ich schon was 3 ist und was 4 ist. Ja. 4. Sonst will ich das ganze Rätsel versauen. Wichtiges Rätsel. Oh, falls das ewig dauert, geht sich Vetras Mission doch nicht aus. So viel Vorarbeit immer. Hat das überhaupt etwas bewirkt? Toll, toll. Nicht mal Ryder weiß es. Die Konsolen, die Felder um. Was gibt's hier drüben? Nichts Interessantes, das ich noch nicht gelootet hätte.
Brücke. Nein. Brücke in diese Richtung. The charge. Sehr schön, Drax. Gutes Teamwork. Und interessant, Überreste nehmen wir. Was gibt's hier Schönes? Ich kann es selber aufmachen. Was für ein Luxus. Wow. Das hat sie hinter mir zugemacht. Toll. Drohnen. Das waren alle. Sie haben alle was gedroppt. Pyromoni. Das hast du noch nie verwendet. Wahrscheinlich war es auf der anderen Seite. Leicht. Ich wieder ein Beschwert. Ja. Ja, ich krieg wieder einen Robot. Jetzt wieder eine Ahnung habe, was ich tun soll. Was willst du von mir? Wieder zurück jetzt. Und ist das verwirrend hier. Würde keinen Sinn ergeben, oder? Sieht aber aus, so. Als bräuchten wir dafür einen Beobachter. Den hatten wir doch gerade. Verdammt. Das wird sich nicht ausgehen für Vedra. Beobachter braucht man da wieder. Ich lege mir rum. Sorry, Vedri. Bin ich da nicht wieder ganz am Anfang gerade? Was ist das für ein Dreck? Was ist das für ein Dreck? Oh, was ist das? Das Ding versaut mir den ganzen Planeten. Ich weiß gar nicht, ob ich den Beobachter mitnehmen kann. Hey, komm mit, Junge. Hey, du. Mitkommen. Mitkommen. Sehr schön. Bibi would be delighted.
Worst Guiding Mission ever. Aber das kann es doch nicht gewesen sein, oder? Ist jetzt der Weg da freigeschalten? Ich hoffe einfach rüber. Zerstörer! Oh, warum nicht gleich so? Hopp! Nicht gut. Was für ein fetter Kampf. Wo lebt da noch was? Ja, endlich. Die Konsole sein, mit der man die Fräse aktiviert. Dann machen wir das andere dann raus hier. Oh. Okay. Cheatete Schlüssel. Mehrere Mechanismen werden aktiviert. Die Reliktfräse ist im Betrieb. Die Helium-3-Produktion wird innerhalb weniger Jahre drastisch ansteigen. Informiert Tan über die guten Neuigkeiten. Unsere Treibstoffversorgung ist gesichert. Sieht aus, als bräuchten wir dafür einen Beobachter. Gehen wir zurück an die Oberfläche. Sieht aus, als bräuchten wir dafür einen Beobachter. Schönes Geräusch macht das. Kein Sauerstofffeld, das uns verfolgt. Ignorieren. Ich habe keine Lust auf diesen Dungeon. Der hat mich schon genug genervt. Ja.
Ah. Okay, rauf, ja. Ah, das Santiago. Nein, wo ist er da? So sehr wie wir Scave brauchen als Let's Play, brauchen wir einen Beobachter. Gar nicht. Jo. Hier oben scheint alles unverändert zu sein. Bist du sicher, dass wir die Fräse aktiviert haben? Die Mechanismen liegen tief unter der Erde, weshalb die Auswirkungen nicht sichtbar sind. Im Laufe der nächsten Monate wird die Helium-3-Produktion jedoch drastisch ansteigen. Nicht schlecht für einen Planeten, den wir schon abgeschrieben hatten. Okay. Wo sind wir jetzt? Da ist die nächste Mission. Sonst schaut der ziemlich abgenagt aus. Man kann auch immer sich was verstecken. Und ich glaube, wir sind doch schon circa bei 50 Minuten oder mehr. Also bin ich hier schon fertig hier. Peace out!